Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbild. Ja, der ist jetzt schon wirklich richtig, richtig alt. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, so ein Voiceover aufzunehmen. Aber jetzt krieg ich es endlich hin. Ich glaube, ich habe das vor 2, 3 Monaten schon gemacht. Das ist nämlich Cleos Haus aus meiner Family Anemic Challenge. Das habt ihr sicherlich auch schon mal im Let's Play gesehen, wenn ihr schaut. Und ja, wie gesagt, damals habe ich das Haus für sie gebaut, wo sie zur jungen Erwachsenen geworden ist. Ich wollte sie halt in der Nähe wohnen lassen. Sie ist ja auch eine Meerjungfrau, deswegen muss sie sowieso, also muss nicht, aber das ist passender, wenn sie auch in Sulani wohnt. Mittlerweile ist sie ja verheiratet, hat ein Kind und eine kleine Tochter. Und ja, ausgelegt war das Haus aber für ja, ein Pärchen maximal und einen Hund. Mal sehen, ich lasse jetzt trotzdem mal darin wohnen. Vielleicht baue ich ja irgendwann für sie nochmal was anderes. Und ja, ich plane jetzt auf jeden Fall öfter wieder Speedbird zu bringen. An sich möchte ich das jetzt gerne jede Woche Freitag bringen. Ich werde es wahrscheinlich jede Woche schaffen, aber auf jeden Fall ist das mein Ziel. Ich werde nicht nur Speedbirds machen, sondern vielleicht auch mal ja, irgendwelche Umstylings, entweder von Townies oder von meinen Sims, also jetzt nicht die, die ich jetzt so aktiv spiele, sondern eher Familienmitglieder, weil ja, die sehen teilweise echt ein bisschen sehr seltsam aus, wenn man da mal so im Stammbaum ein bisschen durchguckt. Und ich freue mich wahnsinnig auf das neue Update, weil ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt auch, dass man Türen und Fenster jetzt nicht mehr in diesen Raster platzieren muss, sondern dass man die unabhängig davon platzieren kann, und das bietet dann nochmal so viel mehr Möglichkeiten für Speedbits und so, und das habe ich mir schon so oft gewünscht, dass das endlich möglich ist, weil es mich so oft genervt hat, dass da nicht sowas gepasst hat, und da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Und generell auch auf das neue Pack, also dieses, ich weiß nicht, wie das Pack richtig heißt, aber dieses Öko-Lifestyle, kann sein, dass das auch der Name ist. Am Anfang war ich wirklich sehr skeptisch, aber mittlerweile bin ich wirklich ganz begeistert und ich freue mich da auch wahnsinnig drauf. Und mal schauen, ich denke auch, dass ich dann mit der Family Dynamic Challenge dorthin ziehen werde, in die neue Stadt. Und ja, das wird, denke ich, auch ganz cool. Ja, aber jetzt mal ein bisschen zum Haus. Ich habe das... Ja, ich habe mir noch nicht so krasse Gedanken darüber gemacht, wie ich es einrichte. Ich wollte es ein bisschen schlichter machen. Cleo arbeitet ja ohne Verbrecherkarriere. Hat sie aber auch erst angefangen. Und ja, wie gesagt, das war jetzt halt nicht für ein kleines Kind ausgelegt, aber das muss sie auch nicht. Ich habe ihren Rottweiler aber dazu geholt. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile noch lebt. Müsste er aber eigentlich. Und ja, das Schlafzimmer. Ich mag diese Gruppenfenster übrigens sehr, sehr gerne. Und ja, es ist jetzt kein riesengroßes Haus. Es hat jetzt Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer und Küche. Das war's. Jetzt kein großes Drumherum. Und dann noch einen kleinen Garten. Wie gesagt, ich wollte sie auch in der Nähe vom Strand wohnen lassen. Und das habe ich auch gemacht, indem ich ihr dieses Haus hier gegeben habe. Und natürlich auch, damit sie noch ein bisschen in der Nähe von der Familie ist, weil zum Beispiel Brian und Benjamin wohnen jetzt beide in anderen Städten, oder? Doch, ich glaube, Benjamin wohnt jetzt in San Myshuno und Brian müsste in, Gott, wie hieß die? Die mit Zeit für Freunde reingekommen ist, wie heißt diese Stadt? New Crisney, in Windenburg. Da wohnt er. Genau, ich habe hier auch den Laptop mit in die Küche reingestellt, weil ich jetzt keinen extra Schreibtisch noch machen wollte. So viel wird sie jetzt eh nicht daran arbeiten. Natürlich ein bisschen Krimskrams. Und das Einzige, was ich jetzt nicht so krass dekoriert habe, ist jetzt so der Kaminbereich. Ich habe ihr natürlich auch ein Mikro gegeben, weil sie sehr gerne singt. Das hat dann sehr gut gepasst. Und dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich das beibehalten lassen habe, diese Dingsmaschine, aber ich denke schon, weil ich finde, das passt sehr gut, wenn man in der Verbrecherkarriere arbeitet oder in dieser Geheimagentenkarriere, oder? Ich glaube, sie arbeitet in der Verbrecherkarriere, dass man sich da auch gut verteidigen kann, wenn es mal hart auf hart kommt. Wie gesagt, den Kamin habe ich leer gelassen, aber ich denke, da kann sie dann auch eigene Familienfotos drauf
platzieren. Und genau. Hier habe ich jetzt kurz noch ein paar Deko-Objekte platziert, so ein paar Postkarten. Das hat sich ganz gut angeboten, ein bisschen Fischfutter, weil ich habe dann hier auch noch so einen Fisch hingestellt, Goldfisch. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das letztendlich befüllt habe. Auf jeden Fall soll der Platz für einen Goldfisch sein. Und letztendlich habe ich dann noch ein bisschen die Küche dekoriert. Wie gesagt, das ist nichts ganz Großartiges. Aber an sich muss ich sagen, finde ich das Häuschen wunderschön. Ich denke mal, es kommt sowieso bald wieder ein Speedbild von dieser Familie. Also jetzt nicht von Cleo, sondern von LJ, Zaya und jetzt auch noch Noah, weil, wie gesagt, die werden, sobald Caroline verstorben ist, was hoffentlich noch eine Weile dauern wird, aber ich denke nicht, dass wir das so lange noch Zeit haben, in ein neues Haus ziehen. Und das werde ich dann natürlich auch bauen und aufnehmen. Und an sich gibt es jetzt auch gar nicht mehr als viel gesagt. Ich glaube, ich habe vergessen, den Gartenbereich mit aufzunehmen. Und deswegen werden jetzt wahrscheinlich sowieso gleich die Screenshots kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, vielleicht, ich hoffe, ich krieg's hin, sehen wir uns dann nächsten Freitag zu einem neuen Speedbuild oder zu irgendwelchen Creative-Modus wieder. Mal sehen. Bye bye. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer.